Ja, meine bessere Hälfte und ich haben ins Urlaub gebucht. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal irgendwo erwähnt habe. Ich habe es bestimmt schon mal in irgendeinem anderen Video erwähnt. Es geht tatsächlich nach San Francisco. In die Vereinigten Staaten. Flexi auf großer Reise in die USA. Das erste Mal in seinem Leben. Oh, ich soll die Fackel nehmen. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Vor allen Dingen Golden Gate und so ein Kram alles zu besuchen. Das wird bestimmt mega interessant und mega spannend. Oh, was ist das denn hier? Mist, jetzt habe ich die Angel nicht mit, ne? Was ist das hier? Warum kreise... Oh, ich sollte hier auf jeden Fall angeln gehen. Und was wollte ich sagen? Ja, wir wollen auf jeden Fall Alcatraz besuchen. Das wird bestimmt sehr, 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 sehr cool. Es gibt ja auch Nachttouren auf Alcatraz. Und sehr geil. Wir hatten ja eigentlich als Urlaubsziel hatten wir eigentlich erst Tokio. Und da wir aber leider keine großen Direktflüge gefunden hatten, oder wenn dann Direktflüge, dann meistens sehr teuer. Und dann hatten wir Los Angeles noch, wollten wir eigentlich. Hier Santa Monica Pier und so, den ganzen Krempel. Aber da haben wir leider auch kein vernünftiges Hotel gefunden. Und wenn dann mit Zwischenstopp, und wir wollten ja eigentlich Direktflug. Ja, das Problem ist bei Zwischenstopp, wir hatten dann Zwischenstopps gehabt, wo man dann irgendwie, weiß nicht, ich glaube 8 oder 9 Stunden am Flughafen verweilt. So, und die 8 und 9 Stunden verbringst du ja dann in der Sicherheitszone und nicht irgendwie außerhalb des Flughafens. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Ja, und dann durch einen dummen Zufall haben wir dann gesehen, dass San Francisco im Angebot ist. Oder was heißt im Angebot, aber in unserem Budget passte. Und deswegen haben wir uns jetzt für San Francisco entschieden. So, Clay ist full, Steine ist auch schon so langsam full. Achso, das geht ja nicht. Deswegen würde ich mal sagen, würde ich einmal Stein noch mitnehmen hier. Und dann schlafen wir gleich mal eine Runde. Und, ja, deswegen ist es San Francisco geworden. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr froh, dass wir auch Urlaub gefunden haben. Ich habe schon gedacht, wir finden gar nichts. Aber nun gut. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Vor allem bin ich auch mal sehr gespannt, wie so da so die Lebenskultur ist. Ich meine, man kennt das ja immer nur so aus Filmen oder halt so von Dokus. Und überall Schießerei, bam bam, Polizeisirenen und tralala und keine Ahnung, an jeder Ecke wird Weed geraucht oder weiß ich nicht. Weiß nicht, vielleicht hat man da auch ein falsches Weltbild, weil man das so vorgelebt kriegt oder vorgezeigt kriegt halt vom Fernsehen, aber irgendwie kann ich es anders. Aber worauf ich mich auch sehr freue, ist natürlich die amerikanischen Trucks. Da es wird bestimmt sehr, sehr cool. Ich hoffe, ich sehe mal einen. Und generell auch so den Verkehr und wieso das Straßenleben da ist. Ich bin sehr gespannt. Das wird bestimmt mega cool. Und ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Ich finde unsere Wohnung nicht. Oder unser Haus. Ah, hier. Sollen auf jeden Fall immer darauf achten, dass hier genug Wasser ist, ne? Kann ich noch was pflanzen? Habe ich noch Seed? Nein, habe ich nicht. Okay. Die sind noch nicht reif, oder? Ah, okay. Noch nicht fully... Noch nicht full ausgereift. So. Sehr schön. Es füllt sich so langsam alles, was ich sehr feiere. Gut, dann geht unsere Reise weiter. Achso, ich wollte die Angel mitnehmen, ne? Ich nehme mal vorsichtshalber die Angel mit. Wir werden da nochmal in die Richtung gehen. Oh, upgraden kann man auch. Oh, das ist ja... Oha, epic. Oh Gott. Das sollten wir vielleicht auf jeden Fall mal machen. 25 Eisen haben wir bestimmt. So, ich nehme die Angel mal mit. 25 Eisen haben wir das im Inventar. 23 haben wir. Das ist ja supi. Vielleicht finden wir noch mal irgendwo Eisen. Müssen wir mal gucken. Ich bewege mich jetzt erstmal Richtung... Richtung dem See da nochmal.
Da ist ja hier irgendwo nochmal Stein gespawnt. Stonehenge. So. Ja, aber auch, wie gesagt, die Kultur so in Amerika, wie das da ist halt, wie es auch am Flughafen wird. Und ja, sehr, sehr geil. Ich glaube, das wird mega cool. Ich kann es kaum abwarten. Ich bin mega hibbelig da drauf. So, wenn wir schon hier sind, können wir noch ein paar Bäume fällen. Flup, 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 flup. Und ja. Mal gucken, vielleicht wird es ja nächstes Jahr Tokio oder so. Schauen wir mal. Ach, ich vergesse das immer. Ich hätte gerne... Moment, warte mal. Ich muss mal irgendwas einstellen. Ich hätte gerne das Rollen. Hätte ich gerne hier drauf. Left Control, genau. Weil da komme ich eher dran, als wie mit Shift. Shift irgendwie tue ich mich gerade schwer mit. Weil ich glaube, man kann den Bienen ausweichen, indem man die Rolle macht. So, 48. Ein bisschen geht noch rein. Muss gucken, irgendwo war hier noch Stein, hatten wir liegen lassen. Morgen gucken wir mal, am nächsten Tag schauen wir mal, ob wir vielleicht in die Stadt wandern. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Würde ich mal ausprobieren. So, 87, das heißt, ein Baum können wir, glaube ich, noch fällen. Passt das noch im Rucksack? Oh, die Vögel. Ja, Entschuldigung, ich muss hier abroden für die neue Autobahn. Hier muss eine neue Autobahn hin. Entschuldigung, das, ja. Gut. So, warte. Waren wir hier schon? Ich werde diesen See niemals wiederfinden. Ich weiß jetzt schon. Da unten ist der. Okay, wir gehen, glaube ich, richtig. Ich hoffe. Oh, hier liegt noch Holz. Ah, wir haben Full. Hier waren wir auf jeden Fall gewesen. Der See ist wo? Ist der hier? Ist das der? Das müsste der sein, hä? Ja. So, lass mal ausprobieren. Also, mit 4 angeln wir mal. Gucken wir mal. Drei Fische. Oha. Aber was ist das hier? Hat das irgendwie eine Bedeutung, dass das hier so kringelt? Oder ist es nur, dass hier Fische drin sind? Errungenschaft. Get schuldet. Schuldet. Okay, na dann. Gut, war jetzt nicht so spannend. Ich dachte vielleicht, dass wir doch vielleicht ein bisschen mehr dort rausbekommen. So, wo habe ich denn die Steine liegen lassen? War das hier irgendwo? Irgendwo hatte ich Steine abgebaut. Oder sind die despawned? Ich glaube, die sind weg, ne? Das war, glaube ich, hier irgendwo. Ja, hier sind wir lang gelaufen. Und dann war, glaube ich... Oh, da, hier, hier, hier. Bananen. Oh, lecker. Mmh. Bananen. Da sind Steine. Nee, die bleiben liegen. Flup, flup. Da ist auch noch Stein. Vor allem bin ich mal gespannt, was die anderen Inseln so auch bereithalten oder parat haben. Was wir auf unserer Reise da entdecken werden. So. Da sind auch noch Steine, glaube ich, oder? Jo. Das wird bestimmt interessant, weil die Karte ist ja nicht relativ klein gehalten. Da ist ja schon einiges zu erkunden. So, hier geht's zur Stadt. Ich gehe mal wieder außen rum. Hier ist Stein, sehr schön. Nein. So.
Das mit dem Kämpfen muss ich auch nochmal ausprobieren. Weil wir ja jetzt schon länger nicht mehr gekämpft haben. Oder beziehungsweise, ja, seit der letzten Aufnahme von damals ist schon ein paar Tage vergangen. Aber so ein bisschen ins Game bin ich ja jetzt reingekommen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es macht echt viel, viel Spaß. Die Musik ist auch immer sehr schön. Nicht zu aufdringlich, immer so ein bisschen im Hintergrund, ab und zu mal. So, hier kann man anscheinend auch angeln. Ich probiere es nochmal. So, genau drin. Mal gucken. So. Ja. Ein Fisch. Wow. Das bringt's ja voll. Naja, ist ja nicht so schlimm. So, lass mal gucken. So, hier haben wir noch Holz. Holz ist aber full. Stein könnte ich jetzt noch gut gebrauchen. Ich wollte schon gerade sagen, wir sind doch eh zu Hause, ne? Oh, wir können ernten. Oh ja. Geil, und wir kriegen Seeds. Nice. Erstmal direkt wieder einpflanzen. Plant all. Blub, 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 blub. Geil, dass wir daraus Seeds auch rauskriegen. Das ist sehr nice. Ich frage mich, ist das gegossen? Ich glaube, wir müssen nochmal neu gießen, ne? Ich hole mal die Gießkanne. Ist die noch voll? Ja, die ist, glaube ich, noch. Ist die voll? Ah. Watering can is empty. So, jetzt aber nicht. Jetzt ist sie voll. Du. Hä? Wo gießt der hin? Du sollst da hingießen. La 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 la. Ich gieße meine Pflanzen. Ja, ich glaube, jetzt ist gegossen. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir legen uns schlafen. Ich pack die Gießkanne mal wieder hier rein. Ich pack eben erstmal das Holz und alles weg. Warte. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Holz. Sehr schön. Und Stein haben wir auch. Was ich sehr feiere. So, gut. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Wir schlafen. Guten Morgen. Ein neuer Morgen bricht an. Und wir werden quasi jetzt am nächsten Tag, wie ich gesagt habe, in die Stadt wandern. Das würde ich auf jeden Fall auch ausprobieren wollen, um zu gucken, was wir da rauskriegen. Aber ich würde auch hier unsere Workbench leveln wollen. 25 Eisen, beziehungsweise Metal, Scrap Metal. Wir haben 23. Wir müssen ein bisschen Scrap Metal organisieren. Ich weiß nicht, wo wir es herbekommen. Ich würde für den heutigen Tag erstmal sagen, oh, erstmal Fisch essen. Wir haben Hunger. Gucken, die hat länger gebraucht zum Kochen. Bringt die auch mehr? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, aber es fühlt sich so an. Gut, wir werden mal in die Stadt wandern. Oh, da ist Stein. Wenn wir es gerade in der Nähe haben, nehmen wir es auch mit. So. Sehr schön. Und Clay. Clay, Clay, Clay. Ich will nämlich einmal mit den Dorfbewohnern nochmal quatschen. Ob man da vielleicht irgendwie eine Quest kriegen oder so. Oder ob wir hier einfach so frei erkunden können. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir mit jemandem gequatscht hatten. Wir hatten ein paar Leute kennengelernt. Ja, wieso habe ich die Fackel eigentlich in der Hand? Oh, hier ist auch Stein. Hallo. Ach so. No harvesting in town. Ja, Entschuldigung. Okay. Oh, geil. Also wir dürfen hier nichts abbauen. Juhu. Rich water. So, schönen guten Tag zusammen. Ah, hier ist der Bürgermeister. Genau, und hier war irgendwas gewesen. Was war denn hier? Townboard.
Hausplots plus 2, Shop, Buy, Sell, Amo, Amon, mal 2, New Shop, Furniture Builder, Upgrade. Ah, okay, genau. New Backpack Upgrades, der Edge Shop, okay. Ah, sie hat Seeds und den ganzen Kram, sie hat Backpack Collection. Ah, hier der Bürgermeister, der Gerald. Der Kevin hat Fisch und so, sehe ich gerade, glaube ich. Bei dem kann man bestimmt auch verkaufen. Also, wir müssen upgraden. Wir brauchen 50 Clay, 100 Stein und 100 Holz. Das können wir ja eigentlich im Prinzip vorbeibringen, weil dann können wir das Dings upgraden. Das Dorf, das ist unsere Aufgabe. Hi, Kevin. Hey, Frowdy, Friend. Aber, hi, ich glaube, wir können erst mit denen handeln, sobald wir das abgegradet haben, ne? Okay, also wir brauchen 100 Stein, 100 Holz. Gut, dass wir so viel gesammelt haben. Und 50 Clay. Da ist auch nochmal Clay, aber wir können es nicht abfarmen hier, ne? Wie viel Clay haben wir denn? Hier haben wir noch 36. Ja gut, Clay haben wir zu Hause auch noch ein bisschen was. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir 100 Steine haben, aber ich glaube ja. Toll, wir brauchen doch auch... Aber wir brauchen doch auch so viel für zu Hause, zum Bauen und so, Mann. Wir müssen ja auch upgraden. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir dann vielleicht die Stadt upgraden, dass wir einen Laden kriegen. Dass wir vielleicht auch ein bisschen was verkaufen können. Das wäre vielleicht ganz geil. So, lass mal gucken. Also, wir brauchen 100 Stein, sagst du? Wie viel habe ich denn jetzt? 58. 100. 50 Clay haben wir. Brauchen wir nichts rausnehmen. Und wir brauchen 100 Holz, ne? So, warte. Sehr schön, haben wir. So, damit haben wir alles und wir können eigentlich, wir haben 16 Gold, sehe ich gerade, können ein bisschen was einkaufen. Ich weiß nicht, wie teuer die Sachen sind. Damit können wir quasi jetzt die Stadt upgraden. Oh, das wird cool. Ich bin so gespannt, was die Läden alles zu bieten haben. Und vor allen Dingen, was andere Städte noch so zu bieten haben, wenn wir reisen. Wir können ja später, wie gesagt, auch ein Boot bauen. So. Hier war ja, glaube ich... Ah, hier können wir uns umziehen, wenn wir wollen. Ach so. Ich zieh mich mal um. Oh, lange Hose, auch geil. Die gefällt mir irgendwie, oder? Ich glaube, ich nehme die. Backpacks. Oh, 200, 30 Coins. Oh, den will ich haben. 30 Coins für einen neuen Backpack. Oha, für mehr Plätze. Oh, Entschuldigung. Howdy, es ist ein sehr schöner, ja, auf jeden Fall sicher. Es ist ein sehr schöner Tag. Okay, wir können noch nichts machen. Mal gucken, ob wir es jetzt upgraden können. Ja. Oha. Das brauchen wir jetzt. Uff. New Villager Farmer, New Villager Pirat kommt als nächstes. New Building, Mining Outpost. Okay. So, das heißt, wir haben gelevelt. Sind jetzt hier... Oh, was haben wir denn hier? Hello, ich bin Omar und ich biete dir... Was biete ich denn? Coffee Table bei Blueprint. Ach, guck mal, das können wir hier kaufen. Ach, er ist hier quasi so der... Ach so. Er hat also Blueprint für uns. Quasi hier können wir Sachen kaufen. Also hier so Möbelstücke und so ein Kram. Das ist sehr witzig. So, was haben wir denn hier Schönes? Guten Tag. Komme ich gar nicht rein. Wie kommt man denn in das Gebäude hier rein? Okay, egal.
Aber wo können wir denn jetzt... Bei ihm hier? Hat er geupgradet? Sagt er mehr jetzt? Hallo, der. Aber wo können wir denn jetzt kaufen? Da stand doch irgendwie, man kann doch jetzt... Ha, guter Tag heute, haha. Dom, da, dom, dom. Hi, der. Oh, hier kommen wir nach oben. Wo geht's denn hier hin? Oh, in die Schlafgemächer von den anderen, das ist ja ganz toll. Hä, aber wo können wir denn Sachen verkaufen oder kaufen?